Die Kammer hat die Klage heute abgewiesen und gesagt, dass die Klage unzulässig ist. Das heißt, es würde nicht zur Beweisaufnahme kommen hier beim Landesgericht Essen. Der Richter hat das so begründet, dass es juristisch gesehen nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Emittent kausal zum Klimawandel beiträgt. Er hat gesagt, dass man das möglicherweise wissenschaftlich machen könnte, um zum Beispiel zu sagen, dass RWE zum Klimawandel und damit auch zu Klimaschäden oder Klimawandelfolgen in Peru kausal beiträgt, aber dass sich das nicht in eine juristische Kausalität umwandeln lässt. Also Saul Luciano Julia, der Kläger, und seine Anwältin Rhoda Verheyen, die werden sich jetzt erstmal beraten und die haben auch gerade eben schon telefoniert. Und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sie in Berufung gehen. Das heißt, sie müssen sich das schriftliche Urteil nochmal gründlich anschauen, wenn sie das bekommen. Aber Herr Luciano Julia hat auch gerade am Telefon schon gesagt, dass es auf jeden Fall weitergehen muss, dass das hier nicht enden kann. Und vor allem, weil wir sehr unzufrieden sind mit dieser Begründung der Kammer. Wir stimmen da nicht zu. Also, das ist so entstanden, dass der Kläger Saul Luciano und mit seinem Vater in seiner Familie haben sie schon in den letzten Jahren darüber geredet, dass sie ja die sehr schlimme Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen im täglichen Leben. Dort, wo sie wohnen, in der Cordillera Blanca, in den peruanischen Anden, gibt es eine sehr starke Gletscherschmelze, vor allem in den letzten Jahren. Und unter anderem hat das jetzt zu einem hohen Flutrisiko geführt, sehr akut für die Menschen vor Ort. Es gibt auch andere Auswirkungen des Klimawandels, dass sich Regenmuster verändern zum Beispiel. Und das macht den schwer zu verschaffen, vor allem in der Landwirtschaft. Und sie sahen sich halt nicht als verantwortlich für diese Situation, mit der sie zu kämpfen hatten, und wollten dafür große Firmen, große Emittenten zur An Verantwortung ziehen. Im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen, die vor 2 Jahren in Peru stattfanden, kam er dann mit German Watch in Kontakt über einen Bekannten, einen peruanischen Landwirtschaftsberater, der den Kontakt hergestellt hat, weil Saul sehr gerne Initiative ergreifen wollte, aber ihm Mittel dazu gefehlt haben. Und so hat sein Bekannter ihn mit uns von German Watch in Kontakt gebracht, und nach den Klimaverhandlungen in Lima haben wir dann auch in den Bergen besucht und dann gemeinsam besprochen, was man denn unternehmen könnte. Dann haben wir Saul auch mit der Rechtsanwältin Rhoda Verheyen in Kontakt gebracht, die eine weltweit anerkannte Expertin für Umweltrecht und auch Klimawandelrecht ist. Und so haben wir die Möglichkeit besprochen, dass man denn im deutschen Rechtssystem einen großen Emittenten verklagen könnte. Und so hat Saul dann im Endeffekt entschieden, sich RWE, den größten europäischen Einzelemittenten, vorzunehmen. Wenn es keine politische Lösung gibt, dann kann das sehr gut sein. Das Problem ist ja, dass auf politischer Ebene seit Jahren verhandelt wird, im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen, aber dass da keine effektiven Lösungen rausgekommen sind für Menschen wie Saul Luciano Julia. Sie haben auf internationaler Ebene kein Recht zu sagen, ich bin vom Klimawandel betroffen und ich brauche jetzt Unterstützung. Das heißt, im Grunde blieb ihm jetzt nur der Klageweg. Er hatte keine andere Möglichkeit, jetzt hier Recht zu bekommen. Natürlich hoffen wir darauf, dass es langfristig politische Lösungen gibt, und hoffentlich können solche Klagen auch genug politischen Druck erzeugen dafür. Aber solange es keine Lösungen gibt, und wir wissen ja auch jetzt auch nicht, was passiert mit Donald Trump in den USA, kann es sehr gut sein, dass sich noch mehr Leute dazu ermutigt fühlen, solche Schritte zu unternehmen. Also bei Klagen geht es hier ums Einzelfälle. Hier geht es ganz konkret um Saul Luciano, um den Gletschersee Paccaricocha und um sein Grundstück in Huaraz, in den peruanischen Anden. Und natürlich kann es langfristig nicht darauf hinauskommen, dass jeder einzelne Betroffene klagt. Das heißt, eigentlich sollte es auf Ebene der UN-Klimaverhandlungen größere Lösungen geben. Ob das jetzt ein Fonds ist, wo Menschen wie Saul Luciano ein Recht haben, Gelder zu bekommen, wenn sie nachweisen können, dass sie vom Klimawandel betroffen sind. Es gibt viele Lösungsvorschläge, aber bisher ist noch nichts konkret passiert.
Das ist ein Präzedenzfall, dieser Fall. Der könnte dazu führen, dass, wenn Saul Luciano recht gegeben wird, dass auch andere vom Klimawandel Betroffene vor Gericht ziehen könnten und ähnliche Klagen machen können. Das heißt, das ist für uns ganz klar ein Schritt in die richtige Richtung, um Klimagerechtigkeit herzustellen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass es jetzt nicht nur Saul Luciano Jr. zugute kommt. Wenn er den Fall gewinnt, dann würde es seiner ganzen Gemeinschaft, etwa 50.000 Menschen in Huaraz zugutekommen. Aber es geht auch nicht nur um sie, sondern um Menschen in aller Welt, die vom Klimawandel betroffen sind. Darum geht das hier. Also die German Watch nahe Stiftung Zukunftsfähigkeit unterstützt Saul Luciano mit den Gerichts- und Anwaltskosten und ruft auch dafür zu Spenden auf. Das heißt, wenn Menschen ganz konkret seinen Fall unterstützen wollen, können sie an die Stiftung Zukunftsfähigkeit spenden. Das ist natürlich ein sehr teures Verfahren. Es gibt Gerichtskosten, es gibt, wenn es Studien gibt, dann müssen die vorfinanziert werden. Es gibt da sehr viele Kosten, die zusammenkommen und deswegen brauchen wir eine breite Unterstützung. Und wir schaffen das auch nur mit Spenden, das überhaupt alles zu stemmen.